Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin Matt Chris und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zurückgefunden habt hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute King Frostmare. Ja, King Frostmare möchte uns mit einer Compilation Gänsehaut verursachen, Schrecken einjagen und ja, wir schauen einfach mal rein, ne, was so passiert. Und ich würde sagen, viel Spaß, direkt King Frostmare. So, King Frostmare. The scariest videos ever captured on camera. Ja, also die gruseligsten Videos, die jemals mit einer Kamera eingefangen worden sind. Bin gespannt. Wundert euch nicht, heute etwas anders. Ich bin nicht mehr Greenscreen-mäßig hier drin, sondern ich habe einfach mal versucht, mich so als Fensterchen oben in die Ecke zu setzen. Warum auch nicht? Ist mal was anderes. Ja, King Frostmare, ich bin gespannt. Los geht's. The following case was documented. Ich mache ein bisschen lauter. So. Documented by Margarita, who states that after moving into a new house with her family, her son started talking and even playing with an invisible friend. They thought at first that this was just a case of her young son talking to an imaginable friend. However, one night, the security camera caught something shocking. The camera was situated in the bedroom of their son. Take a look. So before I left the house for a drive, my son was asleep. Pay attention. Armani! Armani, you need to go to bed, okay, baby? You hear me? I have to tell you something when you get home. What happened, baby? You hear me? Yes. I love you. Love you too. Okay, I'll see you in a minute. Ist das da für eine Stange? Ist das eine, so eine ist das so eine Tanzstange? Ja. Ach du Scheiße. Margarita states that she got an alert from her Ring camera. Was? That movement was detected in the bedroom. Zum seeing this transparent shape Henker. After her young son left the room might have had. Alter Verwalter! Da habe ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet. To do with it. What exactly is this translucent shape? To many, it looks like a ghost. It's certainly a spooky night, I would say. Who knows? Da gibt es natürlich auch Erklärungen. Es kann irgendwie ein Qualm sein, Dampf. Aber woher denn da? Der Junge ist ja anscheinend allein in diesem Schlafzimmer. Irre. Irre. Also der Junge hat sich schon seit längerem mit sich selbst immer unterhalten, so wirkte es zumindest, so als wenn er einen imaginären Freund hätte. Kennen wir alle aus unserer Kindheit, denke ich mal, ne? Und er hat jetzt da geschlafen in dem Schlafzimmer und da ist halt eine Kamera und der Bewegungssensor ging an. Ich finde das jetzt nicht ungewöhnlich, weil der Junge liegt da im Bett, der bewegt sich. Warum soll da nicht der Bewegungssensor angehen von der Kamera? Aber dann fliegt da sowas vorbei. Irre. Nightly visitor. This video was captured by the security camera of Tajay, who tells us that the recording started once she left her house to grab an item that she had forgotten in her car. They felt for quite some time that there might be something wrong with the house. Shadows that could be seen ever so often, and just the feeling of uneasiness at night. This video might be proof that something inexplicable is visiting them at night. Whoa!
Aber, oder? Das ist echt seltsam. Also ich hätte jetzt unter anderen Umständen, hätte ich jetzt gesagt, das ist ein Kameraglitch. Da geht jemand her, die Kamera erfasst das nicht, was auch immer. Aber sie ist ja vorher da lang gegangen und war ja klar zu sehen. Ich bin mir jetzt nicht trotzdem nicht so sicher, ob es nicht ein Glitch sein kann. Ja, aber ich finde, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich. Was ist denn los hier heute? Nur so nebelige Gestalten, ey. See how a cloudy shape seems to be entering the house through the main door? They state that nobody else was outside on their property. Das bewegt sich ja. Das geht ja richtig. Das hat ja eine richtige Schrittfolge später dann, als es sich da der Tür nähert, ne? I had never seen anything like this before. Making them believe that this was a paranormal encounter for sure. Würde ich auch sagen. Nee, nicht schön. Babycam. Oh, das ist auch immer the grausam. The young mother, Ashley Meredith, has also placed a babycam in her child's room to make sure that her little toddler is safe at all times and that she can respond as soon as he needs anything. Many parents can probably relate. The family just moved into this place a few months ago and they are not aware of the history of their new home. In general, there were not many strange encounters taking place in the house. Today, however, she shares something rather unusual. The woman was out with her husband and kids, so there was no way that the baby camera could have been triggered and an alarm be sent off. But somehow, this is exactly what had happened. These are the pictures I get from my baby's baby monitor. Detects his face, movements, sound, everything. And send it right to my phone so I can see what's going on with him. One particular night, my husband and my kids and I were out and about, and I get a notification on my phone that there is movement in a face. Mind you, my baby is with me, and my kids are with me, and my husband is also with me. So, of course, my mind goes to, oh my gosh, there's somebody in my house. So I look at my phone, and this is what I see. What? What is that? Ist das nicht ihr Baby? Look at the eyes, the nose, and the face. And like, it's clearly a face, right? Like, that looks like hair. Huh? But this is clearly a face. And it's not my baby. Honestly, it's a little unsettling because we just moved into this house a few months ago. So let's go back to reference what my baby looks like on the monitor. Clearly a baby, right? I mean, he's sleeping, he looks at the camera, and this is the only video I cannot play back. Jetzt natürlich die Frage, ob uns da nicht das Bild an sich einen Streich spielt und unser Gehirn. Wir haben ja die Bilder vorher gesehen von dem Baby, da war die Bildqualität ja ziemlich gut. Hier ist es ja, hier wirkt es ja jetzt nicht so gut, ne? Vielleicht sind das einfach auch keine Haare da irgendwie drumrum oben am Kopf oder so, weil bei der schlechten Bildqualität könnte es auch ihr Baby sein, meiner Meinung nach. All the other videos of movement and motion and faces I can play back except for this one, and it's obviously very grainy. Could this perhaps be something from another realm? Might we even be able to say a ghost baby? Sure. Of course, this could also have been caused by a glitch of the camera, but in the mother's opinion, she has never seen the face of that baby before. So in the end, we can only speculate what had unfolded here. Das ist nicht das erste Mal, dass ich so einen Clip sehe damit. Da gab es auch schon mal einen, da hat man eine ganze Person halt durch die Gitterstäbe des Kinderbetts erkannt. Das ging auch richtig zur Polizei, da wurde auch richtig ermittelt und so weiter. Und eine Belohnung auch sogar ausgesetzt, ne? Weil war ja dann wo offensichtlich irgendein Fremder, der sich da in ein Kinderzimmer reingeschlichen hat. Nur die Frage war halt, wie er das gemacht haben soll, weil wurde halt nicht eingebrochen, es wurden keine Einbruchspuren gefunden und so weiter. Es war schon sehr seltsam. Vielleicht sehen wir diesen Clip auch nochmal gemeinsam. Der ist schon ein bisschen älter. Aber so Babymonitore, da habe ich schon sehr oft Clips gesehen, wo irgendwas drauf war. Und das ist immer auch Hände, die da reingreifen und so.
Ja, es ist schon seltsam. Und wenn sie sagt, das ist nicht ihr Baby, ich meine, sie sollte es ja wohl erkennen, auch wenn die Bildqualität jetzt nicht so gut ist. Sie hat ja selber gesagt, dass sie sich wundert, dass diese Bildqualität da nicht so gut ist. Das ist schon ein bisschen seltsam. Nicht schön. Ah, pfui. Creepy Car Wash. This video was shared by the Dark Dimension, and it was initially recorded by a sister who was getting a car wash at the time with her mother and their younger sibling, who was sitting in the back of the car. They just finished picking up a few groceries, and after that, it was time for the weekly car wash. Always a spectacle for the little kid. What's a bit creepy, however? Ja, ne, das kenne ich auch noch von früher, wenn mein Vater Autowaschen gefahren ist. Darf ich drin sitzen bleiben? Und dann hat man hinten drin gesessen und hat sich das, ah, das war toll, wenn da diese Riesenbürsten und so, wie in so einer anderen Welt, richtig toll. Das, also, ja, für heute ist es dann nicht mehr so spektakulär. Is what was captured after the wash was basically done. Hätte so einer daneben gesessen oder was? Zeit noch mal zeigen hier. Nee. Das habe ich ja, wieso habe ich das übersehen? Das ist ja widerlich. Das ist ja hier The Grudge im Auto. Das ist The Wash. The Watch. The Watch. The Watch Grudge. Ey. Also ich habe ja generell nichts gegen, gegen diese bleichen Frau mit langen Haaren. Also ich habe da keine Angst vor, ja, so Grudge-mäßig und zu Ring und so weiter. Ich finde die ja teilweise noch nicht mal unheimlich. Aber das, Leute, wie lurkt ihr denn da hinten auf dem Sitz rum? Was ist echt, das ist grenzwertig widerlich. The creepy ganz ehrlich. Figure seemed to be crawling towards the little kid in the back. Nobody saw. Und das ist, wir sehen ja, es ist ja eine asiatische Familie und wird ja auch in Asien sein, denke ich. Da sind diese bleichen Frauen, Yokais heißt, da heißen diese Geister. Die sind da verbreitet, also der Glaube auch daran. Definitiv. Und man hat ja auch oft in manchen Clips aus Europa oder auch viel in den USA, ja selbstverständlich, dass man da auch so bleiche Gesichter hat, die um die Ecke gucken. Das sind für mich auch alles Yokais. Boah, ist echt nicht schön. But apparently with their own eyes. And it can only be speculated what this sinister thing was exactly. Haben die nicht auch ein bisschen was, so dass die, so wie so ein böses Omen, dass vielleicht irgendwas Schlimmes passiert oder so? Weil dieses Ding schaut ja dieses Kind, das starrt ja dieses Kind praktisch an. Selbstverständlich kann man das faken. Ohne Probleme kann man das mit einem Bildbearbeitungsprogramm faken. Ja. Well done video editing or malevolent spirit. What do you think? 50-50. Also ja, ich denke, ich gehe da schwer von aus, es ist gefaked, aber ich finde es trotzdem widerlich gruselig. Irgendwie. Shadow Figure. Ah, endlich wieder unsere Stadt. This video Leute. Was uploaded by a young woman who states that they as well had just moved into a new house. The house was relatively old. Das ist auch mal mit den Umziehen ins neue Haus. Wir haben ja auch letztes Jahr sind wir umgezogen in einer neuen Wohnung. Ich habe auch gefragt, ne, was ist denn eigentlich mit den Vorbesitzern gewesen oder mit den Leuten, die davor gewohnt haben? Weil irgendwie hat man dann doch ein ungutes Gefühl, wenn man jetzt wüsste, da wurde einer mit einer Axt im Kopf gefunden oder was auch immer. Ne? Ich weiß nicht warum. Auch wenn man der ganzen paranormalen Sache skeptisch gegenübersteht, finde ich, hat das trotzdem so ein leichtes ungutes Gefühl. Ich weiß, viele haben das nicht, aber mir ist das. Ich möchte auch immer gerne wissen, wer vorher in der Wohnung gelebt hat. Das ist mir wichtig. Und dann entscheide ich auch,
ob ich die Wohnung nehme oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, was passiert wäre, wenn man uns gesagt hätte, ja, da hat man halt jemand mit einer Axt im Kopf oder eine ganze Familie wurde da mit einer Schrotflinte erschossen. Ich weiß nicht, ob ich da eingezogen wäre, ganz ehrlich. There were a few unsettling events taking place ever since moving in. Apparently they could see an eerie shadow figure that popped up ever so often, standing at the foot of their bed at night. In this Ja, Schlafparalyse, ne? Man denkt, man wäre wach, man kann sich aber nicht bewegen. Man ist paralysiert und man sieht eine Schattenfigur oder Schattenfiguren am Bett, die einen bedrohen oder was auch immer, die bedrohlich wirken, sagen wir mal so. Wird damit erklärt, um das jetzt so laienhaft auszudrücken, dass es so eine Art Halbtraum ist, ja. Also im Schlaf schüttet unser Körper ja auch Stoffe aus, die bewirken, dass wir uns nicht zu sehr bewegen, dass nichts passiert, also dass wir uns nicht selbst verletzen und so weiter. Ja, also wenn wir wild träumen, wir laufen, was weiß ich, wir schlagen uns oder so, ne, dass wir uns halt nicht verletzen und dass wir halt ruhig, relativ ruhig liegen bleiben. Von einer Seite zur anderen wälzen, okay. Und das ist halt auch diese Schlafparalyse. Der Körper ist von den Stoffen, die ausgestoßen werden, noch im Schlafmodus, in diesem Betäubungsmodus. Der Geist wird aber langsam wach. Also man öffnet die Augen, man sieht die Umgebung. Und da mischen sich dann auch, laut Wissenschaftler, so eine Art Träume. Ja? Und weil das dieser Aufwachstatus ist, ist das oft auch sehr bedrohlich. Ja? Weil man halt schon, man stellt halt fest, man ist relativ wach, man kann sich aber null bewegen. Das allein ist ja schon bedrohlich genug. Und dann spinnt das Hirn halt durch diese bedrohliche Atmosphäre auch noch irgendwelche Dinge hinzu, die uns Angst machen. Und das sind halt oft Schattenfiguren oder irgendwelche Leute, die im Schlafzimmer stehen und uns beobachten, weil das ist eine der Grundängste überhaupt. Angriffe im Schlaf. Das ist schon seit der Steinzeit so. Und heute sind es halt nicht mehr wilde Tiere, die uns irgendwie im Schlaf überfallen könnten, am Lagerfeuer oder in der Höhle, sondern heute sind es halt diese Schattenwesen. Unbekannte Menschen, die uns an den Kragen wollen. Video, they started recording when some inexplicable poltergeist activity seemed to unfold out of nowhere again. Diese Musik. Aber diese Musik ist schlimmer als alles. Also für mich ist das fake. Die verhalten sich ruhig. Und sie macht die Tür ganz lang, natürlich ganz langsam auf und filmt genau dahin von oben nach unten, wo diese Schattenfigur steht. Es ist definitiv fake. Is this the terrifying shadow entity that is messing with them, especially at night times? Nee, das ist wahrscheinlich ihr Freund, was weiß ich, der Hubert oder so. Mal schön, du machst jetzt mal schön hier den Schatten. Ja? Wir nehmen dich mal auf und gucken wir mal, ob der King Frostbear das in seiner Compilation macht. Bisschen überspitzt. It's quite tall for sure, and I think we can only speculate its origin. Maybe something evil that is still bound to this place.
Nee. Weg. This video stems from South America and was uploaded by a concerned person. Apparently, paranormal events are nothing too unusual in this area. But what happened today was new. The person recording noticed the rocking chair in front of their home starting to move. But then there was something more unsettling that was visible in the reflection of the television. Whoa. Achtet mal, ob da ein Schnitt ist. Passt auf jetzt. Er geht noch mal, spielt er noch mal ganz ab. They believe that a shadow being from another dimension could have been responsible for this. Is this possible? Are we seeing a shape-shifting manifestation of something that doesn't stem Schnitt. From our world? Da war ein Schnitt beim Kameraschwenk. Da war definitiv ein Schnitt bei dem Kameraschwenk. Das hat man gesehen. Wir gucken jetzt mal. Ich will es jetzt aber auch wirklich genau wissen. Das ist mir jetzt aber auch wirklich egal. Ich will es jetzt wissen. So, schauen wir mal. Da müsste reichen. The person recording noticed the rocking chair in front. Jetzt achtet drauf, die Kamera ist ja auf diesem Fernseher, da spiegelt sich das ja und dann geht er rüber und front of their home, starting da ist ein Schnitt, definitiv. But then there was something more unsettling that was visible in the reflection of the television. So. Na? Aufgepasst. Da war ein Schnitt. Das war definitiv ein Schnitt. Der hat geschnitten, als er an der Wand vorbei ist. Fake! Fake. Anziehen. The following video was uploaded and shared by Breakman, who tells us about an unsettling CCTV recording. It was captured in the parking lot of an older apartment complex. We can see delivery man arrive that was just about to enter the building, and then this was recorded. Ah, das ist was auf der Kamera drauf. It's quite eerie how a mist-like figure is appearing from the side of the frame and then seemingly vanishing ja. Once getting close to the entrance of the apartment building. Das ist was auf der Kamera, auf der Linse vorne. It almost looks like as if this shape is taking a set of stairs, doesn't it? There's no underground parking underneath. So even a human person wouldn't be able to take a pair of stairs here, even if they were there. Very mysterious indeed, but Breakman shares another encounter with us that was filmed at another residence in which Verzeihung, hatte Frühdienst. Halb vier aufstehen. Oh. Which also was recorded by security camera. Das ist auf alle Fälle, ist das irgendwas auf der Linse vorne, irgendein Tier, irgendein Insekt. Bin ich 200% sicher. A man was returning home and something else seemed to follow him just moments later. It's quite eerie how this translucent shape seems to be making its way up the steps. Das ist garantiert ein Glitch. Garantiert. Weil er kam ja von unten links durch den Schnee, gut beleuchtet, alles top. So, da hat man ihn gesehen. Die Kamera wird keinen Fokus haben. Die wird nichts fokussieren. Jetzt kommt etwas praktisch aus der Dunkelheit, aus dem dunkleren Teil links weiter oben. Schon schlecht zu sehen. Ja, also kann die Kamera schon nicht mehr richtig erfassen, eben weil sie keinen Fokus hat. Geht dann rüber und dann ist es halt ein Glitch. Die Figur wird dann halt nicht,
Also der Mensch wird dann halt nicht sichtbarer in diesem Moment, ne? Weil die Kamera nicht fokussieren kann. And into the same house the man was walking into just moments earlier. The shape appears to be that of a young woman with a ponytail. Many people don't believe that this was just all a light reflection or spider webs of any kind. Nah. But of course it's impossible to say if this was a spirit following the man this night or something else. Ein Glitch. Garantiert. Wenn nicht, dann Closing door. The following was found in the paranormal Reddit section, uploaded by Hen Brolo. The user tells us, "This stems from my friend's home, and they have a security camera in their living room. No one was home at that time. They always felt that something was in there, even before he moved in. Something that tampered with the furniture, especially at night. Let's take a look at the door." Ooh. Da ist doch was da unten. Da ist so eine Hand, die das zuzieht. Something is seemingly touching the door on the bottom yeah. and slowly closing it. But how is that possible? Especially since nobody was home. Ja. Wenn wir jetzt tatsächlich, wenn wir demjenigen, der das Video verbreitet hat, glauben, dass niemand zu Hause war, ist es unheimlich. Definitiv. Und gruselig. Aber wir müssen ihm ja nicht glauben, dann ist es fake. Some commenters think that it looks like a super thin arm is closing the door. Could that be so? Nein, das Does this mean that something otherworldly was Das wirkt nur so, weil das Bild halt auch nicht gut ist. Responsible for this. I mean, it does not look like a human arm, does it? Kann ich schwer beurteilen. Die Qualität ist nicht gut genug. The following video was uploaded by Kuyuya, who is regularly streaming video games on his Twitch channel. He states that he was alone that night in the apartment and had just returned from a quick toilet break. Then, his camera seemed to capture something rather inexplicable in the background. The interesting part about it is that it was pointed out by a viewer. How many people have you got? Hello? My little hand vacuum fell over for some reason. What? It looks like a dark shadow person is leaning into the frame and then disappearing. How could this be? Kuyuya did not hear anything at the time. So, do we have to assume that this apartment is haunted? Also, ich glaube ja, dass, also es wurde ja auch nicht gesagt, dass er alleine ist in dem Apartment. Er hat ja auch, nachdem sein Handstaubsauger runtergefallen ist, hat er ja auch geguckt, ob da jemand ist. Also, ob jemand drin ist im Zimmer und vielleicht ist er da gar nicht alleine. Und jetzt ist halt jemand reingekommen und, der nimmt ja auf. Ja, schwer zu sagen, aber es ist auf alle Fälle, also es ist auf alle Fälle noch gruseliger, wenn er tatsächlich alleine da wäre in seinem Apartment. Dann ist das natürlich unerklärlich paranormal, gruselig, erschreckend, was auch immer. Ja. Das ist halt nicht der voll ausgeleuchtete Bereich hinten und es kann natürlich sein, dass eine Person, die durch die Tür da hinten reinguckt, halt auch so aussieht wie eine Schattenfigur halt, ne? Aber die Bewegung war ja jetzt erstmal ganz normal, so dieses Oh, der nimmt auf, dann gehe ich zurück. So, ne? Schwierig zu sagen. Here's a little hand vacuum that kind of just went. Okay, geht weiter. Like that. Probably a little softer, but that's roughly what it seemed to be. It was right here on the floor, so that's nice. Also, here's the stairs going up, and here I will. Okay, war also alleine, ja? I'll go up them just so that you all know what it sounds like. Dann ist es, Or was it perhaps a living intruder?
What do you think? Schwierig zu sagen, ne? Also, mir kam der jetzt nicht vor, als wenn er uns verarschen will. Okay, vielleicht will er einfach nur Aufmerksamkeit haben für Twitch, das kann natürlich sein. Aber, weiß ich nicht. Ich möchte ihm da auch nichts unterstellen, ganz ehrlich. Es ist schon gruselig. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas Ähnliches gesehen habe. Creepy Haunting. Now we will be looking into the haunting of Maddie Bark. Maddie is experiencing paranormal activity in her home and is sharing her experiences on her channel. Maddie lives in Maine and it appears from her videos that this haunting has been plaguing her for over a year now. Let's take a look into some of the occurrences around her home. I swear to God, I saw it. You saw it? I saw it and I heard it. It was like a weird screech. I swear to God, I saw something. What is that? It was on the tree line. Did you see that? Oh, ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe gar nichts. What the is that? Yo, let's go outside. Let's go. I don't know what that was. Ist ja auch schlau, jetzt erst das Licht anzumachen. In her first clip, she spots something outside her window. Whoa, ja, da. Pulls her phone out to record it. The da figure appears to be mostly draped in white, walking rather quickly. But the most disturbing part, what many viewers notice, is how tall the entity is. Ja. Many pointed out that it appears to be as tall or even taller than the trees in Maddie's backyard. Maddie quickly turns on the light to spot the creature, but unfortunately, it is out of sight by then. Could this be the first sighting of the spirit that haunts Maddie's house? Also diese langen, das habe ich auch schon, da hatten wir letztes Mal was mit so einem Hotel, ne, wo einer da irgendwie Pause gemacht hat und hat dann im Hof, im Hinterhof vor diesem Hotel vom Vipen so eine Figur gesehen, die auch so lang war wie so ein Stab oder so. Das ist echt widerlich. Things escalate quickly from there in the second clip. Maddie, oh my God, Maddie, oh my God. Loud noises were heard from outside the house, so Maddie and her friend decide to come down while filming. Is that an alien or what? Do you see anything? No, I don't see anything. It sounds like an alien. Once again, an apparition in white can be seen outside Maddie's house. The figure lingers at the door for a few moments before disappearing. The third video that Maddie posted was taken from her basement one night, and she believes to have captured poltergeist activity. After the boxes fall, or are pushed by an unseen force, what looks to be a face can be seen from the shelves. Some viewers have said this haunting seems more like a demon than a lost spirit. What do you think? Würde ich auch sagen. Also ich würde auch eher sagen, dass es eher kein Geist ist, sondern tatsächlich irgendein Dämon oder sowas. Auch von der Form, Körper, von der Körperform und so, oder? Sind halt Aliens, die ihr Haus besuchen, ne? Ja. Boah. Unschön, ganz ehrlich. Pui. Face in the glass. The following was sent by Bambi, who is a member of the Seven Souls Paranormal Team. The team is based in Florida, and Bambi kindly wanted to share the following incident with me. It was captured by their home security camera one night. They noticed that there appeared something strange unfolding right at the sliding glass window. Paranormal events are nothing new for them, and the house is said to be haunted ever since they can remember. Things are being moved around, and doors are opening and closing on their own. But even shadow figures can be seen ever so often. Tonight's capture, however, was even more mysterious. Ugh.
can clearly make out an apparition that is looking into the sliding glass window. It appears that it is coming inside, and then it disappears towards the outside again. How strange. Bambi also states that they can clearly see a face on that apparition. Ja, das kann ich jetzt nicht sehen. Ja, könnte sein. Aber die Qualität ist nicht gut genug, um das rauszusehen. Wow. Whatever was captured that night seemed not to be from this realm. Also wenn das irgendein Dampf, Nebel, Qualm wäre oder sowas, das wird sich ja jetzt nicht wieder so zurückziehen, oder? Das wird ja nicht wieder von irgendwas angesaugt. Also wirklich nicht schön. Make sure to check the footage out yourself. It is truly haunting. Da waren ein paar tolle Clips bei, ha? Huh? Einige auch wieder ein bisschen kontrovers, dass man darüber diskutieren kann, ob die echt sind. Bei all denen, wo ich jetzt gesagt habe, die sind fake, ob die wirklich fake sind, weiß ich natürlich nicht. Da spekuliere ich nur. Und ich habe halt nur den Eindruck, vor allem das mit dem Schnitt bei dem einen. Aber diese weißen Nebel, irgendwie sind die jetzt wohl auch sehr aktuell, ha? Hm. Nicht mehr nur Schattenfiguren. Es sind dann weiße Schatten. Ja, ja, auf jeden Fall, King Frostmare hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ja, unten in der Beschreibung der Link zu der Compilation von King Frostmare. Daumen nach oben da lassen. Zum Channel von King Frostmare. Abo da lassen. Und bitte bei mir auch ein Abo da lassen. Und das Glöckchen nicht vergessen. Immer wenn es was Neues gibt, bekommt ihr eine Nachricht. Und ja, ich würde mich auch um einen Daumen nach oben freuen über dieses Video hier. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Grusel mit mir. Haltet die Ohren steif, macht's gut. Adios.